Wir bräuchten da mal ein Medientraining für den Krisenfall. Wenn Sie mit dieser Frage jetzt gerade hier im Netz auf der Suche nach Informationen sind und Ihre Krise schon am Laufen ist, dann ist es eigentlich zu spät. Was Sie trotzdem machen können, dazu habe ich Ihnen 5 Tipps mitgebracht. Ich bin Nicole Krieger und ich leite die Moderatorenschule Baden-Württemberg. Wie jetzt? Warum ist es schon zu spät, wenn die Krise bereits am Laufen ist, dann sich Informationen zu suchen? Weil Krisen und kritische Situationen und Katastrophen etwas sind, das besondere Aufmerksamkeit bei Journalisten weckt. Und wenn Sie sich mal die Medien anschauen und schauen, was da immer ganz vorne als erstes gesendet wird oder was ganz groß in Tageszeitungen auf der Titelseite steht, dann sind das immer die großen Krisensituationen, die großen Katastrophen. Also alles, was große Folgen für viele Menschen hat oder was insbesondere in der Nähe von vielen Menschen stattfindet, das hat einen besonders hohen Nachrichtenwert. Und deshalb berichten Journalisten natürlich viel mehr und viel eher über genau solche Themen. Also, wenn bei Ihnen in Ihrem Unternehmen irgendwas Kritisches, Krisenhaftes passiert ist, ein großer Unfall, ein großer Brand, ein Terroranschlag oder eine Produktwarnung, dann sollten Sie vorbereitet sein auf Kommunikation mit den Medien. Ich habe ein paar Tipps zusammengestellt, die ersetzen natürlich kein Medientraining, das ist ganz klar. So, Tipp Nummer 1, wenn Sie eine Krise haben, dann kommunizieren statt reagieren. Was meine ich damit? Also, wenn die Journalisten schon darüber berichten, dann ist die Sache schon am Laufen. Und je weniger sie selber kommunizieren, umso mehr kommunizieren die anderen. Das heißt, sie können immer nur reagieren. Sie sind immer nur derjenige, der der Kommunikation folgt. Ihre Aufgabe ist es, als Manager, als Pressesprecher, als jemand, der für die Kommunikation im Unternehmen oder der Organisation zuständig ist, die Kommunikation zu steuern. Und das machen Sie, indem Sie als erstes kommunizieren. Also kommunizieren statt reagieren. Nicht warten, bis die anderen über Sie reden. Das ist der erste Tipp. Der zweite Tipp, Kommunikation in der Krise ist Chefsache. Das ist jetzt, was ich schon gesagt habe, die Chefs, ja, die wollen immer die guten Nachrichten bringen, ne? Also beispielsweise der Börsenkurs ist wunderbar nach oben gegangen, das Unternehmen hat sich prima entwickelt, wir haben den und den tollen Preis oder die und die Innovation. Das sind natürlich Nachrichten, die verbreitet der Chef gerne. Da muss der Pressesprecher nicht vor. Und dann, wenn die Krise am Laufen ist, dann muss der Pressesprecher ran, ne? Schlechte Nachrichten, die darf der andere verkünden. Ja, das ist leider Alltag und viele Pressesprecher können ein Lied davon singen. Und wenn Sie ein Unternehmen leiten und das jetzt hier gerade gucken, dann rate ich Ihnen, machen Sie es selber. Wer wirkt in einem Unternehmen am glaubwürdigsten? Der Chef. Nicht der Pressesprecher steuert das Unternehmen und macht die Strategie und führt die Mitarbeiter. Das machen Sie als Chef, als Führungskraft. Und deswegen wirkt der Chef, die Chefin, ja, immer am glaubwürdigsten und sie muss in der Krise nach vorn. Das bestätigen übrigens auch viele wissenschaftliche Studien. Da wurde untersucht, wann wurde ein Unternehmen nach einer Krise positiv wahrgenommen. Die haben dann geguckt, wer war da vor der Kamera, wer war als Interviewpartner in den Medien. Und immer dann, wenn der Chef kommuniziert hat, dann war das Unternehmen hinterher nicht so in seiner Reputation geschädigt, sondern stand besser da vom Image. Also, der Chef kommuniziert in der Krise. Das dritte Thema und der dritte Tipp hier in diesem kurzen Video, zeigen Sie sich gesprächsbereit gegenüber den Medien und mauern Sie nicht. Und das ist auch so ein bisschen verbunden mit diesem ersten Tipp, kommunizieren statt reagieren. Nicht sagen, kein Kommentar, wir sagen nichts zu der Sache, sondern machen Sie eine Pressekonferenz oder liefern Sie Pressestatements nach außen, machen Sie eine Presseerklärung. Das ist ohnehin etwas, das müssen Sie immer machen, wenn eine Krise ist. Allerdings, Vorsicht, nicht zuerst mit der Presse sprechen und dann mit den Mitarbeitern, sondern andersrum. Immer erst innen kommunizieren, also erst die Mitarbeiter und dann außen die Presse. Also von innen nach außen kommunizieren.
Erst wenn die Mitarbeiter informiert sind, dann können sie den Journalisten erzählen, was passiert ist und was Sache ist. Und dafür machen sie eine Pressekonferenz. Wie sie so etwas organisieren, was sie auf so einer Pressekonferenz sagen sollen, wie ein Statement vor der Presse aussieht, das sollten sie in einem Training üben. Das würde jetzt dieses Video hier absolut sprengen. Deshalb, wenn Sie das brauchen, rufen Sie uns an und bitte nicht erst, wenn die Krise am Laufen ist. Und lassen Sie uns mal darüber sprechen, wie Sie sich vorbereiten können auf den Krisenfall. Wir kommen in Ihr Unternehmen und wir können Sie und die Mitarbeitenden, die dafür die Kommunikation zuständig sind, auch entsprechend schulen. Wir sind spezialisiert darauf, Medientraining zu machen und Medientraining in der Krise. Da unten finden Sie unseren Kontakt. So, ich habe noch einen weiteren Tipp für Sie. Wenn Sie in der Krise kommunizieren, sprechen Sie verständlich und einfache Sprache. Es bringt überhaupt nichts, wenn Sie Journalisten irgendwelche Fachbegriffe um die Ohren schlagen. Weil Sie das nicht verstehen, die Journalisten, werden Sie dann recherchieren. Und immer wenn der Journalist anfängt zu recherchieren, kommt mehr raus, als Sie wollen. Also einfache Sprache, verständliche Sprache. Lernen Sie zu argumentieren. Da gibt es Argumentationstechniken, die können Sie ebenfalls in einem Training lernen. Ich nenne jetzt hier beispielsweise nur mal die Fünfsatzmethode. Dazu werde ich in absehbarer Zeit auch mal hier ein Video machen. Das heißt also, bleiben Sie gerne in diesem Kanal da unten abonnieren und dann verpassen Sie das auch nicht. Irgendwann in den nächsten Wochen werden wir das hier sicherlich mal machen. Das ist eine ganz, ganz tolle Methode, nicht nur für Medientraining, auch wenn Sie sonst kommunizieren und Ihre Botschaften in den Medien setzen wollen. So, und mein fünfter Tipp, auch das ist ganz wesentlich, warten Sie bitte nicht, bis die Krise erst kommt, sondern Medientraining vor der Krise. Medientraining in ruhigen Zeiten. Denn Sie brauchen, um in der Krise gut kommunizieren zu können mit Journalisten, eine Basis. Sie brauchen schon einen Presseverteiler, Sie brauchen schon Journalistenkontakte. Wenn Sie noch nie mit Journalisten zu tun hatten und dann plötzlich die Krise ist, ja, wie wollen Sie da eine Beziehung aufbauen? Wem wollen Sie denn da vertrauen und wem wollen Sie Ihre Botschaft, Ihre korrekten Informationen übermitteln? Also Medientraining immer in ruhigen Zeiten und vorbeugen. Und ganz ehrlich, ich wünsche Ihnen, dass Sie es niemals brauchen für die Krise, sondern dass Sie Medientraining machen, um mit Medien zu kommunizieren, um Ihre Botschaft erfolgreich in den Medien platzieren zu können, um ein positives Image von Ihrer Organisation und Ihrem Unternehmen in die Medien zu bringen und eben auch in die Köpfe der Menschen. Also, ich wünsche Ihnen immer krisenfreie und ruhige Zeiten. Bleiben Sie uns gewogen. Tschüss.